so kaputt. Mein Rücken tut so weh. Oh. Kann ich dir helfen? Wir gründen die Hanse! Hey, Hanse! Hanse! Was ist Hanse? Das sagen die Leute über die Hanse. Haben Sie auch dem Hansetag gehört? Ja. Und was können Sie davon versprechen? Versprechen. Ja. Ganz viel Spaß, tolle Menschen, auch tolles Wetter die Tage. Also es wird, also egal wer kommt, es wird unheimlich schön. Okay. Dankeschön. Dankeschön. Also, kennst du die Hansetage? Nee, habe ich noch nie von gehört, aber jetzt weiß ich, dass die von Hansestadt zu Hansestadt gehen. Ich habe die gelernt. Okay, und was erwartest du dir davon und was glaubst du, was es ist? Spaß und Frieden. Ich wohne ja in Lübeck und Lübeck ist eine alte Hansestadt. Und in der Hanse hatten sich die Kaufleute zusammengeschlossen, um europaweit Handel zu betreiben. Es gibt Hansestädte sowohl am Meer, also Hafenstädte, aber auch im Binnenland. Und heute, und das ist das besonders Schöne eigentlich, dass die Hanse immer noch so eine gewisse Verbundenheit bedeutet, so zwischen den einzelnen Städten. Also so Hansestadt Lübeck, Hansestadt Rostock, Hansestadt Danzig und so, dass das einfach zusammengehört, dass man das, so, das auch mittlerweile so wieder entdeckt und das auch miteinander feiert. Und das finde ich eigentlich eine sehr, sehr schöne Tradition, dass man da dranbleibt und ja, wie wir das jetzt nicht nur beim Hansetag, sondern dass wir auch so mit euch in der Zeit dazwischen, also wenn nicht nur ein Hansetag ist, dass wir da so diese Verbindung miteinander pflegen. Das ist, dass wir uns austauschen, dass wir uns verstehen, dass wir Freundschaften schließen können und so. Und das ist für mich heute ein ganz, ganz wunderbarer Anlass, so den Hansetag zu feiern. Deshalb finde ich das auch ganz toll, dass wir diesen Hansetag in Lübeck bei uns haben dieses Jahr, damit sich möglichst viele Leute begegnen und einander kennenlernen und ja, wirklich auch schätzen lernen. Das finde ich eine ganz gute. So, what you can tell about Hansetage? Hansetage sind in Lübeck, die fangen Donnerstag an und enden am Sonntag um 20 Uhr. Und ich weiß nicht, wollen die da hin? Ja, die kommen von dort. Achso, die kommen von dort. Okay. Oh shit. Hansetage? Ja, das war hier in Lübeck und Hansetage ist dann die Hamburg und Geburtstag. Ja. Und was versprechen Sie sich davon? Boah, da habe ich ja nicht so viel überlegt eigentlich, aber spannend, viel los, Geschwindigkeiten. Ja. Und was für mehr über die Geschichte soll ich wissen? Ja. Danke. Bitte. Begegnung, diese Jugendbegegnung jetzt zwischen deutschen und polnischen Jugendlichen aus Lübeck und aus Danzig und aus Lubsk, das ist eigentlich so das Produkt, was wir heute genießen können, was die Hanse sozusagen grundgelegt hat. Ja, so, ja. So etwa. Okay, danke. Die Hanse wird ein wirtschaftlicher Bund sein. Die Hanse wird die Zusammenarbeit in Europa fördern und den Handel verbessern. Hanse! Hanse! Thank you.
Thank you.